Ja, jetzt haben wir hier den Mo nach dem Spiel gegen Düsseldorf. Mo, 1-0, für meine Begriffe unglücklich verloren am Ende. Wie ist dein Gefühl so kurz nach dem ersten Heimspiel in der Oberliga? Ich glaube, erste Halbzeit pennen wir ein bisschen, oder generell im Spiel. Und da hätten wir, glaube ich, auch mehr machen können müssen. Ja, und dann beim Gegentor, ja, da pennen wir wieder. Und ja, es hat er gut gemacht. Ne? War gut, ja. Du hattest die Riesenchance auf dem Fuß, besser gesagt auf dem Kopf. War super Flanke vom Andrzej, die du super annimmst, die, ich glaube, wir haben mal nachgemessen, ich glaube, 6,5 cm neben Pfosten geht. Wie ist dann dein Gefühl in der Situation? Du hättest das erste Oberligator für Uedesheim in der Geschichte des Vereins schießen können? Ja, ich habe ihn eigentlich drin gesehen. Und ja, passiert. Ich meine, ich habe ihn gut geköpft, besser hätte ich ihn auch gar nicht treffen können. Ja, und dann fehlt uns das, fehlt uns einfach heute Glück. Sonst wäre er wahrscheinlich drin gewesen. Ja, wie gehst du jetzt rein in die restliche Woche? Ist Freitag nochmal, denke ich mal, Training und Sonntag dann die nächste große Aufgabe, gleich Auswärtsspiel in Fischeln. Wie ist so die Stimmung in der Mannschaft so nach den ersten beiden Spielen? Ja, die wird noch weiterhin gut sein. Klar, jetzt sind sie natürlich ein bisschen geknickt, aber wir werden weitermachen und Sonntag geht's weiter. Okay, dann wünschen wir alles Gute dafür. Danke. Danke.